herzlich willkommen auf meiner virtuellen Lesereise. Zusammen reisen wir an meine Sommerorte 2018 und tauchen ein in die Geschichte gestickte Erinnerungen. Zum Roman inspiriert haben mich Briefe, die ich in einer unscheinbaren Holzkiste in der Wohnung meiner Großmutter fand, nachdem sie 2010 verstarb. Die Briefe entführten mich in die späten 1930er und frühen 40er Jahre. Mir eröffnete sich die Geschichte von den Jugendjahren meiner Großmutter, die sich trotz der widrigen Umstände während der Kriegsjahre ihren Weg ins Leben bahnte. Mutig, abenteuerlustig und vielleicht manchmal ein Stück weit naiv. Zusammen mit den Erzählungen meiner Großmutter nach vielen Archivstunden und einer Recherchereise durch Frankreich bilden die gefundenen Briefe das Fundament meiner Geschichte, die keine Biografie, sondern ein Roman mit fiktiven Elementen ist. Aber jetzt nichts wie los und viel Vergnügen. Zug, Donnerstag, 23. März 1939. Geehrtes Fräulein, in Eile möchten wir Sie anfragen, ob Sie geneigt wären, eine Kinderpflegerinnenstelle in Paris anzunehmen. Es handelt sich um eine sehr gute Stelle bei einer Gräfin mit 3 Kindern im Alter von 2, 3 und 7 Jahren. Das 4. Kind wird auf Ende April erwartet. Die Mutter der Gräfin wohnt im Boncourt. Ihr müssten wir sofort Bescheid geben, wann Sie als Pflegerin eintreten könnten. Sie hätten sich ganz der physischen und moralischen Pflege der Kinder anzunehmen. Materielle Arbeit hätten Sie keine zu verrichten. Der offerierte Lohn betrüge zwischen 800 und 850 französische Francs. Da Sie auch einen Säuglingskurs besucht haben, dürften Sie es schon wagen, diese Stelle anzutreten. Sie wären in jeder Hinsicht gut gehalten. Für die anderen Stellen, an die wir Sie nach Liège in Belgien und nach Frankreich empfohlen hatten, waren Sie zu jung. Bitte berichten Sie uns umgehend, möglichst telefonisch, während der Bürozeit, ob Sie geneigt sind, diese Stelle anzunehmen und wann Sie frühestens beginnen könnten. Wir würden Sie dann sofort empfehlen. In Erwartung Ihrer geschätzten, umgehenden Antwort grüßt Sie hochachtungsvoll Alice Gier, katholisches Jugendsekretariat des Mädchenschutzvereins. Nebenbei besorgen Sie sich eventuell einen Reisepass. Zug, Dienstag, 28. März 1939. Geehrtes Fräulein, hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir Bericht erhalten haben, dass Sie die Ihnen offerierte Stelle bei Madame la Comtesse de Maraberry an der Rue Eugène Labiche in Paris auf den 1. April antreten können. Wir haben uns mit der Mutter der Gräfin Madame Deschamps im Boncourt im bernischen Jura in Verbindung gesetzt. Mutter und Tochter sind sich dahin einig geworden, dass sie am 1. April bis Boncourt reisen, dort übernachten und andern Tags nach Paris fahren sollen. Bei dieser Gelegenheit wird Ihnen Madame Deschamps gewiss noch manches sagen, was Ihnen für diese Stelle von Nutzen sein kann. Wir haben uns schon vor einigen Jahren über diese Stelle in Paris erkundigt und sehr gute Rückmeldungen erhalten. So hoffen wir, Sie werden es gut treffen und mit der Anstellung zufrieden sein. Ein Neuanfang ist überall mit mehr oder weniger Schwierigkeiten verbunden, aber bei gutem Willen und gegenseitiger Geduld und Verständnis wird es schon gehen. Sollten sich dennoch Enttäuschungen oder Missverständnisse zeigen, ist es am besten, wenn man sich offen und vor allem freundlich mit der Herrschaft ausspricht. Das ist immer der einfachste und erfolgreichste Weg. Sollte es indessen, was wir zwar nicht hoffen, nicht gut gehen, könnten Sie sich immer noch an den Mädchenschutzverein oder an das Schweizerinnenheim in Paris wenden. Auch werden wir Ihnen nach Möglichkeit mit Rat und Auskunft beistehen. Sie haben alle 14 Tage einen halben freien Tag. Und dann werden Sie vielleicht einmal Gelegenheit zu einem Besuch im Schweizerinnenheim haben, das jetzt ganz neu eingerichtet worden ist und wo Sie gewiss auch Schweizerinnen treffen werden. Auch eine Bibliothek wird dort zur Verfügung stehen.
So hoffen wir zuversichtlich, es werde Ihnen im Ausland in geistiger und körperlicher Hinsicht an nichts mangeln und der Auslandaufenthalt werde Ihnen viel beruflichen Nutzen und Erfolg bringen. Den Pass werden Sie, wie vorgängig besprochen, sofort erhältlich machen können. Der Arbeitsbewilligung wird sich die Herrschaft in Paris annehmen müssen. Sagen Sie ihr das, damit Sie die Arbeitskarte bald erhalten und deswegen keine Schwierigkeiten haben werden. Wenn Sie uns nach Erhalt dieses Briefes nichts Gegenteiliges bekannt geben, rechnen wir fest damit, dass Sie mit allem einverstanden sind und am 1. April nach Boncourt reisen werden. Die Einschreibegebühr und Vermittlungsspesen belaufen sich in diesem Fall auf 7 Franken. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise und zum Stellenantritt viel Glück und Erfolg. Wenn Sie uns gelegentlich einmal berichten werden, wie es Ihnen geht und wie Sie zufrieden sind, wird es uns freuen. Bleiben Sie auch in der Fremde gesund und seien Sie freundlich gegrüßt. Alice Gier, Katholisches Jugendsekretariat des Mädchenschutzvereins. Boncourt, Sonntag, 2. April 1939. Ich schlage meine Augen auf und schließe sie soeben wieder, geblendet vom Weiß der Bettwäsche. Überrascht stelle ich fest, dass ich außerordentlich gut geschlafen habe. Normalerweise habe ich einen leichten Schlaf, vor allem wenn mein Kopf voller Gedanken ist. Es mag sein, dass der souveräne Auftritt des Patrons Deschamps mir Sicherheit verliehen hat. Der Händedruck dieses schlanken, adretten Mannes mit vollem grauem Haar und Hornbrille sowie seine unaufgeregte Art imponierten mir, als er mir gestern persönlich die Haustür zum Herrenhaus öffnete. Später, bei Kaffee und Kuchen, erzählten er und seine Frau mir viel von der Familie ihrer Tochter. Auch wenn ich mich konzentrieren musste, ich konnte dem Gespräch auf Französisch folgen und weiß nun, dass ich mich um die 7-jährige Paulette, die 3-jährige Madeleine sowie die 2-jährige Aurélie kümmern werde. Das 4. Kind wird in wenigen Wochen zur Welt kommen. In den ersten Wochen nach der Geburt soll ich vorwiegend für die 3 Mädchen sorgen. Später dann auch für das Neugeborene. Der Grafenfamilie sind Manieren äußerst wichtig, die soll ich den Kindern beibringen. Aber auch mit ihnen spielen, singen und im Park spazieren gehen gehören zu meinen Aufgaben. Um Waschen und Kochen brauche ich mich nicht zu kümmern. Dafür gibt es eine Haushälterin. Das tönt fast schon paradiesisch, denn jene Tätigkeiten gehörten noch nie zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Habe ich mich nicht aufgedrängt, diese Dinge zu erledigen. Lieber habe ich Kommissionen getätigt. Während ich mit großer Behutsamkeit die filigrane Porzellantasse zum Mund führte, erzählte Monsieur Deschamps gestern, wie seine Tochter damals, nach ihrer Hochzeit mit dem Grafen de Maraberry, das Elternhaus in der Schweiz verlassen hatte und nach Paris ins 16. Arrondissement gezogen war. Ich meinte, etwas Wehmut in seiner Stimme erkannt zu haben, was ich von einem erfolgreichen Patriarchen, der zusammen mit seinem Bruder das Tabakunternehmen Parisien führt und als Nationalrat in der Politik des Landes mitmischt, nicht erwartet hätte. Doch irgendwie macht ihn das sympathisch und menschlich. Ich mag ihn. Er führte weiter aus, dass die Grafenfamilie abwechselnd in der Wohnung an der Rue Eugène Labiche in Paris und auf dem Schloss Bonhotel in Ligne, welches im Familienbesitz ist, lebt. Ich nehme mir vor, bei Gelegenheit nachzuschlagen, wo Ligne liegt. Davon habe ich noch nie gehört, habe mich aber auch nicht getraut, danach zu fragen. Vielleicht ist Ligne ein bekannter Kurort oder anderweitig von Bedeutung. Ich wollte mir nicht am ersten Tag eine Blöße geben. Sorgfältig schlage ich die Bettdecke zurück und schwinge meine Beine aus dem Bett. Wider Erwarten berühren sie dabei nicht den Boden, sondern pendeln in der Luft. Das Bett im Gästezimmer ist ein hohes, massives Exemplar, verziert mit schönen Schnitzereien. Ich hüpfe auf den Boden und beginne meinen Tag wie immer mit leichtem Morgenturnen.
dehnen, strecken, beugen, balancieren. So wie wir es jeden Morgen um 6:30 vor dem Frühstück im Kloster taten. Zu Beginn mochte ich diese Turnerei nicht. Doch mit der Zeit wurde es zur Routine und ich habe gemerkt, wie gut es tut, aktiv in den Tag zu starten. Meine Freundin Lydia und ich standen stets nebeneinander, bevorzugt in den hinteren Reihen. Nach meiner Gymnastikeinheit wasche ich mich am Becken und ziehe mich an. Das Nachthemd falte ich zusammen, lege es in meinen Koffer und bin reisefertig. Zuoberst liegt ein Umschlag, den mir Madame Deschamps gestern überreicht hat. Ich öffne ihn und finde nebst meinen Zeugnissen und Fotos einen kleineren Umschlag. In großen Buchstaben steht fein säuberlich in Tinte Bahnbillet geschrieben. Darin sind 75 Franken. Ich bin gerührt ob der Großzügigkeit meiner Arbeitgeber und nehme mir vor, das Geld bei der nächsten Gelegenheit meinem Halbbruder Georg zu schicken. Schließlich hat er mir die Fahrkarte für den Zug nach Paris sowie die Passgebühren bezahlt. Als ich die Treppen in den Salon hinuntersteige, werde ich plötzlich nervös. Heute ist der große Tag, an dem ich tatsächlich nach Paris reisen werde. Die Pendeluhr im Salon schlägt 8 Uhr. Ich bin pünktlich. Deauville, Freitag, 14. Juli 1939. Die untergehende Sonne taucht das Meer in ein spezielles Licht. Am Horizont erspähe ich ein Schiff, kann aber nicht ausmachen, ob es aufs Land zu oder vom Land wegsegelt. Während wir in einer schmucken Brasserie an der Strandpromenade auf die Bestellung warten, erzählt Madame, dass bei der heutigen Militärparade zum Unabhängigkeitstag in Paris britische Truppen neben den französischen defiliert seien. Ich kann mir unter einer Militärparade wenig vorstellen. Hier in Deauville hat man vom Unabhängigkeitstag nicht viel mitbekommen. Einige Häuser sind mit der französischen Flagge geschmückt. Aber wer weiß, ob das nicht immer so ist. Madame verliert keine weiteren Worte darüber und fährt fort, dass Monsieur und sie geplant hätten, den Sommer auf dem Schloss Bonhotel in der Nähe von Orléans zu verbringen. Geplant sei, dass man Anfang August nach Ligny reise. Monsieur wolle jagen und Tennis spielen. Die Mädchen liebten es, in den Wäldern, Feldern und am nahegelegenen See zu spielen. Ich meinerseits freue mich bereits, auf einem richtigen Schloss wohnen zu dürfen. Ligny le Ribault, Schloss Bonhotel, Samstag, 2. September 1939. Ich blicke in zwei ernste Gesichter. Ein Kloß in meinem Magen macht sich bemerkbar. Monsieur erklärt, dass der Präsident der Republik alle verfügbaren Truppen per sofort mobilisiert hätte. Es sei sehr wahrscheinlich, dass Frankreich gegen Deutschland in den Krieg ziehen würde. Steif sitze ich auf dem Stuhl im Salon und weiß nicht, wie ich reagieren soll. Die Politik hat mich noch nie interessiert. Ich fühle mich töricht, dass ich von den aktuellen Entwicklungen nichts mitbekommen habe und mich diese Neuigkeit dermaßen verwirrt. In sachlichem Ton fährt der Graf fort, dass wir am Abend zusammen nach Paris fahren werden, damit er morgen wie befohlen in den aktiven Dienst eintreten könne. Den Kindern wolle man zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Das würde sie nur unnötig verunsichern. Madame blickt teilnahmslos aus dem Fenster und bittet mich, meine und die Sachen der Kinder zusammenzupacken. Paris, Donnerstag, 14. September 1939. Seit Monsieur den Dienst antreten musste und wir wieder in Paris sind, herrscht eine angespannte Stimmung. Auch wenn die Gräfin nicht darüber spricht, spüre ich, dass sie in großer Sorge ist. Der Krieg scheint zwar weit weg, dennoch ist die Ungewissheit da. Madame hat seit Beginn der Mobilisierung nichts mehr von ihrem Mann gehört. Sie weiß einzig, dass seine Truppe in den Ardennen, nahe der belgischen Grenze, stationiert ist. Auch ich merke, dass ich zurzeit nicht gänzlich unbeschwert durch den Tag gehe. Für die Kinder hat der Alltag mit der Schule wieder begonnen. Dass ihr Vater abends nicht nach Hause kommt, ist ihnen bis jetzt noch nicht groß aufgefallen.
Monsieur war auch sonst viel am Abend engagiert und manchmal für längere Zeit aus beruflichen Gründen auf Reisen. St. Gallen, Freitag, 15. September 1939. Liebe Clara, vielen Dank für deine Kartengrüße vom Schloss und aus Paris. Wir alle hoffen, dass es dir und deiner Herrschaft gut geht. Habt ihr etwas von Monsieur gehört, seit er eingezogen worden ist? Hier bei uns wurden die Grenztruppen Ende August mobilisiert. Georg, Arthur und Willi wurden eingezogen. Einzig Eugen als Auslandsschweizer im Übersee und Julius, der momentan noch zu jung ist, sind verschont geblieben. Julius führt zurzeit die Stickereiaufträge alleine aus, denn ich helfe in Arthurs Bäckerei. Zusammen mit einem Hilfsarbeiter und der Frau von Bäcker Eckersriert versuche ich, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Es gibt viel zu tun, doch wir müssen ruhig und besonnen bleiben. Pass gut auf dich auf. In Liebe, deine Mutter. Paris, Sonntag, 24. Dezember 1939. Die filigran geschaffenen Krippenfiguren verschwinden im Weihrauchdunst. Der Priester nimmt seine Sache sehr ernst und umkreist das Weihrauchfass schwingend erneut die Krippe. Mir ist etwas schwindelig von den aromatisch duftenden Schwaden und ich bin froh, als wir, Madame, die Kinder und ich, ins Freie treten können. Die Kinder sind adrett gekleidet und sehen in ihren süßen Wollwintermänteln, gepaart mit den roten Mützen und Halstüchern, bezaubernd aus. Nachdem man den bekannten Gesichtern ein frohes Fest gewünscht hat, machen wir uns durch die Dunkelheit auf den Weg nach Hause. Mir ist aufgefallen, wie wenige Männer beim Gottesdienst waren. Die, die da waren, waren entweder Jugendliche und sonst Greise. Die übrigen Männer dienen wohl in der Armee. Ich frage mich, wie die unzähligen Soldaten Weihnachten feiern, weit ab von ihren Familien. Gibt es wenigstens etwas Spezielles zu essen? Hier in Paris mangelte es, soweit ich das beurteilen kann, an nichts, zumindest nicht in Madames Heim. Der Tisch ist dann auch reichlich gedeckt, als wir die warme Wohnung betreten. Zum Réveillon, wie der Weihnachtsschmaus hier genannt wird, essen wir ganz mit Kastanien, Leber und Kohl. Anschließend wird der traditionelle Gugelhupf sowie kleines Konfekt serviert. Den Kindern fallen fast die Augen zu vor Müdigkeit. Es ist bereits kurz vor Mitternacht. Doch diese Köstlichkeiten lassen sie sich nicht entgehen. Voller Vorfreude machen sie sich danach freiwillig auf ins Bett, damit der Weihnachtsmann über Nacht seine Geschenke unter dem geschmückten Baum platzieren kann. Bevor ich mich schlafen lege, suche ich für meine Präsente einen passenden Platz unter dem Weihnachtsbaum. Madame, die ebenfalls damit beschäftigt ist, Geschenke für ihre Kinder zu drapieren, überreiche ich den kleinen Papierschutzengeln. Dieses Mal ist es sie, die gerührt ist. Für sie ungewohnt umarmt sie mich und ich spüre, dass ihr Herz schwer ist. Paris, Tourismusministerium, 20. März 1940. Ferienbestimmung. Der Arbeitgeber Madame de Maraberry bestätigt hiermit, dass Fräulein Claire Wittmer, Schweizer Staatsangehörige, bei ihr als Kindermädchen angestellt ist und für 5 Wochen vom 20. März 1940 bis am 27. April 1940 in die Schweiz zurückkehren wird für ihre Ferien. Unterzeichnet ist das Dokument, welches mich aus- und wieder einreisen lassen wird, vom französischen Reiseministerium und von Madame. Ich bin Madame dankbar, dass sie mich für ganze 5 Wochen nach Hause gehen lässt. 5 lange Wochen. Verrückt. Was soll ich in der Zeit bloß machen? Adieu Paris und à bientôt, denke ich, als der Zug ratternd den Bahnhof verlässt. St. Gallen, Donnerstag, 21. März 1940. Ein leises Knistern und Knacken ertönt, wenn ich auf das angefrorene Gras trete.
Ich habe ein mulmiges Gefühl, als ich auf die Gräberreihe zuschreite. Vater liegt in der drittvordersten Reihe. Seit seinem Tod sind also bereits wieder zig Gräber dazugekommen. Mir kommt der Ausspruch von Schwester Ruth in den Sinn, die zu sagen pflegte, gestorben wird immer. Auf dem Grab steht ein schlichtes Holzkreuz. Einen massiven Grabstein aus einem Tessiner Granit hat meine Mutter bereits ausgesucht. Am ersten Todestag soll dieser das Holzkreuz ersetzen. Langsam wickle ich die mitgebrachten Blumen, die ich bei Frau Ecker gekauft habe, aus dem schützenden Papier und hoffe, dass die zarten Blümchen nicht binnen weniger Stunden erfrieren. Der Farbtupfen macht sich gut auf der sonst noch kargen Friedhofslandschaft. Seit langem bete ich wieder mal ein Vaterunser und ein Ave Maria auf Deutsch. Beklommen trete ich von einem Fuß auf den anderen. Mir ist kalt. Trotzdem möchte ich noch das Grab meiner verstorbenen Stiefmutter besuchen. Die Mutter meiner Halbgeschwister Eugen, Georg, Arthur und Martha, starb bei der Geburt ihres jüngsten Kindes und machte meinen Vater zum Witwer mit 4 kleinen Kindern. Ob es wohl für meine Mutter ein komischer Gedanke ist, dass ihr Mann nun mit seiner ersten Frau im Himmel wieder vereint ist?